Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was spielen wir hier überhaupt? Wir sind am Strand? Ach, das sieht ganz nach wie spielen. Wir spielen bestimmt Wheelspin, oder? Wir gucken mal so ein bisschen nach rechts. Und nein, wir spielen kein Wheelspin. Wir spielen Cops vs. Racer. Aber wo sind wir hier? Wir sind im Playa Azul. Den Startpunkt hat sich der Racer selber ausgesucht, aber das erkläre ich euch gleich, warum der sich jetzt hier auf einmal einen Startpunkt aussuchen kann. Erstmal erzähle ich euch, wer das Ganze mit mir spielt. Da haben wir Crazy Germany, Yantendo, Letny, Mezzo, Perücke Golf, Scott, Falken und Nicklish Heads. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Max reicht. Okay. Hallo an euch. Servus. Hallo. 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 So, und dieser wunderschöne Racer hier darf sich den Startpunkt selber aussuchen, weil wir machen heute einen ganz großen Versuch. Ich zeige euch mal die anderen Cops. Ihr wisst ja jetzt schon, dass wir Cops vs. Racer spielen und dass sie dabei sind. Und wenn ich sage, wir machen einen großen Versuch, dann meine ich auch einen großen Versuch, denn wir spielen heute über die ganze Map verteilt. Der Racer hat sich hier den Startpunkt ausgesucht und die Cops werden sich gleich so einen halben Kilometer um ihn rum verteilen. Oder einen Kilometer, das müssen wir gleich nochmal gucken. Verteilen sich auf jeden Fall drumrum. Der Präsident bleibt beim Racer stehen und dann geht's los. Und die Cops und der Racer starten gleichzeitig. Und ich sag mal so, den Rest erzählen wir euch, glaube ich, einfach in der Folge, wie wir es machen, weil sonst quatschen wir jetzt hier noch 5 Minuten. Ist ein bisschen komplizierter, aber ja, ihr habt richtig gehört. Wir versuchen die ganze Map. Und damit würde ich sagen, haben wir jetzt auch genug gequatscht. Wir gehen in den Cut und dann fangen wir gleich an. So, Racer fährt rechts rum raus. Also quasi zum Event Lab hoch. Und verlässt Playa Azul in Richtung Dreieck Canyon, so grob die Richtung. Hat sich abgeschossen, liegt da. Was macht der Camaro da? Biegt jetzt Dreieck Richtung Autobahn ab. Sind nee, an den ersten Sprung. Was Sprung? Was? Von hinten in den Sprung. Naja, lassen wir erstmal gucken, dass die anderen. Von mir aus kannst du schon mal attackieren. Sind jetzt gleich am Kreisel. Fahren jetzt in den Kreisel rein. Biegen Kreisel rechts ab. Also grob Richtung Canyon. Biegen jetzt wieder links ab, kommen gleich wieder auf die Autobahn drauf, also vom Kreisel aus auf die Autobahn. An der Kreuzung kommen wir jetzt gleich vorbei. Biegt rechts ab. Müsste Autobahn sein hier, ne? Ja. Fährt jetzt Richtung Autobahn, auf die Autobahn drauf. Ist jetzt am Blitzer vorbei gleich. Hat einen NPC mitgenommen, glaube ich. Fährt das falsch rum. Fährt richtig rum. Ja, aber falsch. Falken, falsch und richtig rum. Ist für die Cops zum Drankommen komplett egal. Müssen jetzt die wichtigen Sachen callen. Sind auf der Autobahn, Fahrtrichtung Mulege, gleich am Autobahnkreuz. Versuch du mal mit dem Lambo dran zu bleiben und call bitte, weil ich kann nicht dranbleiben. Ja, da fährt dran. Beim Glücksring oder so. Glücksfee. Fährt wieder Richtung Autobahn, unter der Autobahn. Wo hoch? Und fährt gerade durch Richtung Festival. Vorsicht! Okay. Ich repariere mich am Festival. Fährt weiter durch Richtung Stadion, glaube ich. Yes. Ja, Stadion.
jetzt dann gleich an diesem Dreieck. Nimmt da auch die Straße hoch in den Norden. Also links rechts rum, Richtung ja. Stadt, glaube ich. Und geht dann wieder rechts. Ja, okay. Gott, ja, super. Schieß mich tot. Fährt dann Richtung, wieder Richtung Autobahn? Ah, ne. Okay. Diese Querstraße, die oberhalb des Street Scene Festivals. Am nächsten rauskommt. Dreieck ist er wo abgefahren? Auch wieder rechts. Alles rechts. Bremst ab, fährt wieder Richtung Street Scene runter. Sitzt an der Straße, die am Street Scene links vorbeifährt. Also nicht die gerade, sondern die wirklich vorbeifährt. Biegt aber okay. da zwischen. Links ab und kreuzt dann unten dran wieder die Autobahn. Also fährt über die Brücke. Yes, genau. Unter der Brücke durch, runter, meinst du? Schieb nach runter. Ja. Auf der Brücke oder unter der Brücke? Jetzt unter ist er unter der Brücke. Hat sich überschlagen. Aber fährt wieder hoch. Okay. Wenn er hochkommt. Nee, kommt nicht hoch. Warte doch. Vielleicht kommt er hoch. Kommt hoch, ja. Fährt die ganze Straße weiter. Welche Straße? Autobahn oder? Nein, die Brücke über die Autobahn. Warte, ich schau kurz, wie sie heißt. Die Brücke geht unter der Autobahn. Die einzige Brücke. Nein, über die Autobahn. Die letzte vor dem Kreisel, die geht über die Autobahn. Okay, dann seid ihr. Bin ich wo ganz anders. Ja. Die Kreisel sind halt auch scheiße. Ja, gut, das ist für uns alle ist die Map neu. Weil ich habe halt auch keine Zeit, auf diese Map zu schauen währenddessen. Ja, einfach weitercallen, so gut wie du kannst. Ja, jetzt, eine... In der Driftzone drin. Drifterzone, ja. Die kommt bei der südlichen Straße, die zum Kreisel führt, raus. Bei Los Jardines. Ich glaube, wir können hier geradeaus, Leute. Fahr vorbei. Fährt der Kreisel links, rechts, geradeaus? Er fährt nicht Richtung Kreisel. Er fährt südlich vom Kreisel die Straße weiter runter Richtung Strand. Playasul, oder? Ja, genau, Playasul. Zieht auch weiter durch. Richtung Playa. Ja. Yes. Ich muss auch. Genau, ja. Okay, rechts. Wir kommen jetzt dann. Wir hätten hier rechts gekonnt, Leute. Aber ja, dann fahrt ihr da. Fährt die Playa-Straße wieder hoch. Also aus Playa raus. Richtung Ort. Richtung Event. Nördlich oder? Ach, da. Richtung okay. Event. Richtung Event. Genau. Und jetzt wie ja dieses Dreieck wieder, wo er dann Richtung Autobahn kann. Jetzt oder sieht aber Richtung, aus. Richtung Schlucht fährt er jetzt. Die Richtung. Also, zuerst Richtung diese Kreuzung, wo wir vorhin waren. Ja. Schießt sich aber ab ins Gebüsch. Kann er keine Kurven fahren. Weiter. Ja, ich kann auch keine Kurven fahren mit dem Ding. Sind jetzt Goliath, Playa, Azul, Nord. So. Kommen jetzt an die Kreuzung zu Goliath Canyon. Schießt sich da tot. Macht keine Ahnung, was steht. Crossroad. Kommt nicht durch. Ja, versucht ihn ruhig mal ein bisschen auszubremsen, wenn ihr könnt, fährt aber... Fährt hoch in die Blitzerzone, die grüne Straße. Horizon Arcade beginnt demnächst. Tipp an die anderen Cops, sonst geht kurz auf die Map und macht euch eine Route an. In 400 Metern links abbiegen. Habe ich auch gemacht gerade. Scheiße. Weil ich wirklich weit weg bin von euch. Bist du da die Klippen runter? Ja. Also da ist keine Klippe, aber ja, ich hab mich da abgeschossen. Ja, fährt
Ja, ich habe keine Motorleistung. Ich habe 52 Grad. Soll ich mich zum Horizon Rush exporten? Ja, mach das. Also, ich tipp mal dahin, dass er da will. Also, ich sehe ihn nicht mehr. Siehst du noch? Nicht mehr. Nein. Letzter Sichtpunkt. Richtung Horizon. Ja, vielleicht sollten wir jetzt wieder sehen, wer da runter ist. Ja, wenn sich da einer hinportet, oder? Dann. Nein, hast du dich schon hingeportet? Ist... Ja, ich bin da. Bin jetzt zu zweit. Der fährt doch um eben. Den. Ja. Fährt um den Horizon Rush herum. Ja, ich repariere mich. Also jetzt in der Rundstrecke, falsch rum. In 400 Metern rechts abbiegen. Also der kommt, der kommt dann zum Daumen oder so, ne? Rechts abbiegen. Diese. Ja, es ja sieht wie Daumen aus. Die Drift so nach. Genau, genau. Ja. Haben wieder. Fährt hoch. Hab ihn. Haben ihn frontal. Jo. Fährt die Straße dann weiter wieder zurück Richtung Rush. Nee, biegt aber dazwischen ab. Richtung Guanajuato. Rechts abbiegen. Ist das so? Ja. So, halb. Das heißt, ihr fahrt jetzt vom Rush Festival aus. Ja. Richtung Guanajuato. Grob. Ja, aber nicht die Straße direkt, sondern eine davor. Jetzt an der T-Kreuzung biegen wir runter Richtung Guanajuato runter. Guanajuato nördlichster Eingang müsste das sein. Ich versuche ihn direkt gegen ein Haus zu schieben. Da fahrt ihr. Ach Mann. Hey, hey, was macht ihr? Was macht ihr? T-Kreuzung wurde mitgenommen. Von Norden von Guanajuato sind wir jetzt reingefahren. Seid ihr da reingefahren, okay. Jetzt ungefähr Universität. Bei nächster Gelegenheit. Jetzt fahren wir Park vorbei Richtung Osten. In 200 Metern. Ist das Wirrwarr? Fährt Wirrwarr rein. Wer in dem Format als Racer in Guanajuato reinfährt, ist selber schuld. Versucht ihn mal irgendwo gegenzuhauen. Ja. Oh, nicht mich. Nein. Ja. Achtung. Fährt Richtung östliche Straße. Nordöstliche Straße. Richtung Norden. Du hast dein Ziel erreicht. Noch in Guanajuato, ja? In Guanajuato. Fährt raus den östlichen Weg. Raus aus Guanajuato. Das ist Richtung. Wo ist denn das? Nach Osten fahren wir. Ah, Scheiße. Diese zweikurvige Blitzerzone. Was? Zweikurvige Blitzerzone? Ja, nee. Ein paar mehr Kurven hat sie, aber diese geschlängelte Blitzerzone. Seid ihr Sperrstraße raus oder nicht Sperrstraße? Nein. Östlich. Guanajuato, komm jetzt, östlich. Komm jetzt. Ah, östlich! Ja. Ja. Oh Gott. Ja. Biegt aber biegt gerade runter ab. Was ist das für eine Straße? Okay, bitte nächstmöglichen Reparaturpunkt nennen für mich. Sobald möglich. Jo, machen wir. Oder sicher Callback quasi. Ich komme, glaube ich, so nicht ran. War alles gut. Jeder andere, der das nutzen muss, kann das dann auch nutzen, also... Komm jetzt dann gleich in die Straße, die nördlich in den Autobahnkreisel führt. Aber da fahren die nicht. Ja. Also fahren von da weg. Nächster Punkt wäre probably Horizon Street Scene. Ja. Wir sind in der Nähe vom Stadion. Ich bin jetzt Street. Fahrt ihr auf die Autobahn, oder? Nein. Wir sind eben nicht genau da, aber Street Scene ist der nächste Punkt.
Fahrt hoch Richtung Norden. Also in Richtung Stadion. Weil, ich muss ja mal gucken, wie ich hier stehe. Genau falsch rum, ja. So, ihr kommt jetzt aber vom Kreisel, ne? Ja, ich glaub, aber auf Reifen der Seitenstraße. Seine Reifen machen langsam Schlopp. Biegen ja, kann runter sich Richtung Street ziehen. Ab. Okay, dann muss ich eigentlich dort entgegenkommen. Ja, genau. Ja, ich habe hier zwei Camaros. Ja. Ich schieße ihn runter Richtung Street ziehen. Fährt Street ziehen. Ja, schön. Ja, genau. Aber er wird sich reparieren, Gott. Nee, er repariert sich nicht. Fährt durch Streets hindurch. Nee, Reparatur müsste er ja ansagen mit einem Chat-Signal. Ja, okay, stimmt. Fährt Richtung Autobahn von Streets hin. Wird auch wahrscheinlich auf der Autobahn. Ja, jetzt okay, repariert nee, er sich. Ja, jetzt will er so an die Zuschauer. Also, der Racer hat eine Reparatur. Das macht er genauso, wie er es jetzt tut. Ja, sorry zum Regeln erklären. Das ist, ihr merkt, ein ganz schönes Durcheinander. Weil es für uns auch das erste Mal ist, einfach er fährt weiter, fährt jetzt auf die Autobahn auf Richtung Kleiner Kreisel, also nicht Richtung Molege, sondern Richtung Playa Azul, Kleiner Kreisel. Nicht Offroad. Ist auf die, ist jetzt auf der Autobahn. Immer noch auf der Autobahn Richtung Kleiner Kreisel unterwegs. Versuche nicht mit dem Sprung zu jagen. Vergiss es, ich muss ein Problem an ihm dran zu bleiben. Mit dem heilen Auto. Oh. Er wird die Kurve da nicht kriegen können. Doch, kriegt er tatsächlich. Ist jetzt am Kreisel. Jetzt. Oh, schön, schön, Lambo. Schön. Und jetzt nochmal auf ihn drauf? Nee, okay. Steht gerade direkt am Kreisel, ist Offroad, kommt wieder auf die Straße, ist wieder auf der Straße. Fährt wieder zurück Richtung Autobahn. Oh Gott, wo ist das okay zu Ende? Gang. Oh, gerade mal raus. Da geht nicht ab von der Autobahn auf diese Seitenstraße, die wir vorhin schon gefahren sind. Und Stadion fährt wieder rechts. Wieder Richtung Kreisel. Ost Richtung Kreisel. Biegt vorher links ab. Biegt dabei wieder ab. In Uferstraße. Uferstraße? Ja. Uferstraße. Er ist irgendwo im Fluss. Ja. Da. Kommen jetzt auf, müsste Canyonstraße sein, biegt rechts ab. Ist das Canyonstraße hier schon? Ja, yeah, Gott. Müsste die blaue Straße auf der Map sein. Auf der Map die blaue Straße. Wir fahren jetzt unter Eliminator durch. Grob Richtung Playa Azul. Gekennzeichnet. Ja. Hat einen Passanten mitgenommen. Fahren jetzt gleich Eventlab Island vorbei. Oder in die grobe Richtung. Nee, Eventlab Island ist wo ganz anders. Voll vergessen. Sieht geradeaus. Vorne sollte eine Brücke. Und sind auf jeden Fall auf dieser großen blauen Straße, die hier ist. Ist gerade Offroad. Fährt Offroad jetzt in die Blitzerzone und wird in Dings münden. Wieder ins Dreieck, ne? Goliath Playa Azul. In der Mitte. Sorry. Ah, genau. Könnten also Handbaum links genommen. Könnte also entweder links zur Goliath-Kreuzung oder rechts nach Playa Azul und fährt Richtung Goliath-Kreuzung. Goliath-Kreuzung Canyon. Da ist noch eine Camaro reingespawnt. Hallo? Doch, die ist jetzt gespawnt. Oh, so, ist jetzt schön. Rechts abgeflogen. Komm, hier, Klippen oder so. Kommt ja, wieder zur Straße zurück, zurückkommen lassen. Sind jetzt gleich an der Kreuzung. Schieb ihn doch, Canyon, ja, will er eh nicht.
Ach doch. Doch. Nee. Fährt jetzt Delfin-Rundstrecke. Also die Rennstrecke. Von dem Rennen damals. Ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Ist umbenannt. Das ist doch. Okay. Ah, nee, die ist benannt. Also fährt jetzt auf jeden Fall wieder grob zurück, aber. Canyon-Verbindungsstraße ist es. Canyon-Verbindungsstraße und mündet auf der. Oh, erwischt, erwischt. Müsste gleich wieder auf die blaue Straße kommen. Genau. Ja, ist die blaue Straße. Weiß irgendwer gar nicht, wo wir sind? Ja, ich. Rechts oben auf der Map. Die fette, lange, blaue Straße. Ist eine ganz lange blaue Straße. Auf der sind wir und fahren jetzt gerade Richtung Richtung Westen auf der. Also blöd gesagt, eigentlich Richtung Guanajuato. Ja, ganz grob. Im ganz weiten Sinne. Okay, ich sehe ihn nicht mehr. Ist oh, schön. Jetzt sehe ich ihn wieder. Wer auch immer das gerade war, das schön Brücke gemacht. Fahren. Brücke. Ja, schön. Ja. Ah, ich kann nicht. Biegt links ab. Hat die blaue Straße verlassen. Auf eine pinke Straße. Und fährt jetzt grob wieder Richtung Kreisel Autobahn. Kleiner Kreisel. Uferstraße. Richtung Kreisel. Ist die Brücke runtergefallen? Liegt auf dem Dach? Ja, wird zurückgesetzt. Ist raus. Und ist raus. Das war eine schwere Geburt. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging. Metzo ist inzwischen auch wieder hier bei uns in den Channel gekommen. Hallo. Es war auf jeden Fall auf der Kopfseite tierisch anstrengend, überhaupt an die Verfolgung ranzukommen. Also, bin gespannt, was du gleich sagst, aber es hat doch sehr viel Spaß gemacht und war spannend. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und ja, Namen haben wir auch noch nicht. Also, wenn ihr eine Namensidee habt, dann schreibt die auch in den Kommentar und teilt einfach eure Meinung mit uns, wie ihr das Ganze findet. Und damit würde ich sagen, halt Stopp. Wie hat's denn euch gefallen? Also, meinen Mitspielern hier. Das Kohlen ist anstrengend. Jo, aber sonst, das war sehr cool. Ja, ich bin die ganze Zeit hinterher gefahren. Ja, das Kohlen, das ist, glaube ich, wird mit den Calls kommen. Das ist, die Map ist für uns alle neu, also klar, wir kennen die Map alle, aber das mit den Namen und alles, das ist was ganz anderes als einfach nur mal Mulege. Also ich kann euch sagen, ich hatte das Gefühl, dass ihr das mit dem Kohlen sehr, sehr gut gemacht habt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mal auch nur irgendwie halbwegs außer Sichtweite war von euch und dass eigentlich immer jemand dran war. Von daher, also hat viel Spaß gemacht. Ich bin auch ein bisschen dran gescheitert, dass ich nicht genau wusste, wie die Straßenführung ist. Aber ja, hat Laune gemacht. Ja, und damit würde ich sagen, wenn ihr nicht genug gesehen habt, guckt auf jeden Fall in die anderen Sichten. Wenn ihr genug gesehen habt, guckt trotzdem in die anderen Sichten. Und schreibt uns in die Kommentare, was ihr denkt. Teilt eure Meinung mit uns. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Ciao. Tschüss.